Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Elex. Machen wir kurz ein bisschen Haja. Jetzt ein bisschen durchgeschlafen. Jetzt nicht. Okay, er möchte definitiv nicht mit uns reden. Kaya auch nicht. Nö. Keiner möchte mit uns reden. Ist ja nett. Gut, wen soll ich denn jetzt mitnehmen, Leute? Alles okay? Könnte. Die Alps sollen endlich mal rauskommen aus ihren Löchern. Mitkommen. Natürlich. Ich nehme sie mit. Genau, was nehmen wir jetzt? Neue Erkenntnisse, Axtvorbereitungen. Okay, das ist noch nicht mehr. Finger weg, Waldputz. Ah. Hauptmission Geduld und der alte Mann. Das müssen wir jetzt machen. Da. Ach, ernsthaft. Scheiße. Welcher ist näher? Definitiv der, ne? Okay, jetzt wird's lustig. Na. Boah, sind hier viele Viecher. Die greift aber auch jeden an. Wo ist sie? Läuft den Umweg? Warum? Mutanten? Wow. Oh. Ach, Nest, du bist wieder da. Oh, 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 ja, ja, ja. Hallo? Was hat mich denn jetzt getroffen? Guck mal, sie. Ja, die ganzen Viecher hinter ihr her, ey.
Kalans Hammer, mhm. Was macht sie denn? Das bereust du, das bereust du. Sie läuft hier die ganze Zeit so durch die Gegend so. Irgendwas sagt mir, dass wir hier hoch können. Hier hoch können. Ja. Natürlich erstmal wieder warten. Boah, frierst du nicht? Mir ist richtig kalt, wenn ich das sehe. Na, was treibt sich hier rum? Tiere. Wow! Wow, 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 wow! Wow! Macht ihr mal, ich lauf mal vor. Teleport. Das bereust du. Und sie macht natürlich immer weiter. Gegend. Ist es gar nicht, Mensch. Es ist arschkalt. Hoho. Erstmal umgucken. Dö. Das ist ja aber ganz schön gemütlich gemacht, der Typ, ne? Er wohnt hier gar nicht mal schlecht. Außer das mit den ganzen Kakerlaken hier. Auch große Männer fallen, wenn ihnen die Macht des Elex genommen wird. Karl Sadom, einst geistiger Führer und oberster Berater des ersten Elexitors. Dich hier lebend zu finden, überrascht selbst mich. Es heißt, du seist in deinem Exil dem Entzug erlegen, alter Mann. Ja, Jax, es war ein harter Weg. Dem labenden Strom des reinen Elex entrissen, habe ich viele Wochen im Fieber und dem Taumel der Zweifel verbracht. Doch am Ende gelang es mir, einen Weg zu finden, damit zu leben. Wie ich sehe, hast du deinen Gang durch die Irrwege der Emotionen noch vor dir, Commander. Deine Erscheinung verrät mir, dass es dir nicht gut geht. Was ist geschehen? Nichts, was ich nicht wieder unter Kontrolle bekommen könnte. Ich sehe keinen Grund, warum ich mich dir anvertrauen sollte. Wir beide sind jetzt Abtrünnige.
verstoßen und verfolgt vom eigenen Volk. Damit sind wir uns näher als jeder andere unseres Volkes. Findest du nicht? Mein Gleiter wurde vor der Vollendung meines Auftrags für die Direktive abgeschossen. Elexitor Kallax ließ mich daraufhin exekutieren. Aber ich bin noch da und ich werde nicht mehr straucheln. Ich will in den Eispalast. Ich will meine alte Stärke wieder zurück. Dann ist deine Lage noch ernster, als ich es vermutet hätte. Wie kann ich dir helfen? Deine Verbannung kam für uns Soldaten ziemlich unerwartet. Deine Kraft und dein Einfluss waren für uns andere bis zu dem Tag immer ein großes Leitbild. Im Grunde habe ich die Entscheidung dazu selbst getroffen. Tarek, der erste Elexitor, verfolgt mit den anderen Elexitoren eine Politik, der ich nicht mehr folgen kann. Tareks Logik ist brillant. Jedoch hat sie trotzdem einen entscheidenden Fehler, sodass er das große Ganze nicht mehr klar sehen kann. Und das wäre? Nein, nein. Dafür ist es noch zu früh. Es würde zu nichts führen. Ich bin in die Verbannung gegangen, um nicht wieder die alten Dinge diskutieren zu müssen. Als alter Eremit, wie die freien Menschen mich heute nennen, habe ich hier draußen meinen Platz gefunden. Auch du bist den Idealen der Direktive dein Leben lang gefolgt, aber glaub mir, wenn du nur lange genug hier draußen in der Wildnis verbringst, siehst du vieles mit anderen Augen. Du kooperierst mit den freien Menschen? Für die einen bin ich nur ein alter, ausgebrannter Mann. Ein Eremit, der seinen Lebensabend in den Bergen verbringt. Aber die meisten meiden meine Nähe. Sie verurteilen dich für deine Taten als Elexitor und haben Angst vor dir. Ja, wie ich schon sagte, der Anfang war schwer. Doch die Zeit hat mich vieles ertragen und auch vergessen lassen. Ich brauche Waffen und einen Weg, meine Kampfkraft zu verbessern. Der Entzug hat uns beide geschwächt. Alles, was ich dir anbieten kann, ist mein Wissen. Hilf mir, in den Eispalast zu kommen. Du weißt genau, dass ein nicht autorisiertes Eindringen unmöglich ist. Ohne die richtigen Zugangscodes kommst du nicht einmal über den ersten Verteidigungswall. Die Maschinen in Xarkor vernichten alles, was sich auch nur in die Nähe des Eispalastes ohne Autorisierung verirrt. Dann muss ich mir eben diese Codes verschaffen. Jeder Alp, der uns Abtrünnige lokalisiert, eröffnet sofort das Feuer. Wie willst du, ohne gegen unsere eigenen Leute kämpfen zu müssen, an die Zugangscodes kommen? Und wenn schon, dann muss ich eben kämpfen. Auch wenn wir Abtrünnige sind, sollten wir dabei auch gleich unsere Herkunft verachten? Trotzdem bleibt, dass man sie aus ihrer schwer bewachten Festung und Sicherheit herauslocken müsste, um erfolgreich zu sein. Alpsoldaten, die sich in die Länder der freien Menschen vorwagen, tragen selten die Codes der inneren Bereiche des Eispalastes bei sich. Und das aus guten Gründen. Unautorisierte wie wir haben es damit noch schwerer, in den Eispalast zu kommen. Aber das weißt du ja besser als ich, Commander. Was soll sie also veranlassen, das zu ändern? Die Direktive, der große Plan und oberstes Ziel aller Alps. Das Elex muss weiter gefördert werden. Erst wenn sie die Einhaltung der Direktive gefährdet sehen, würden sie ihre Festung in großer Zahl verlassen, um die Elex-Förderung wieder in Gang zu bringen. Der einzige Weg, den Elex-Strom in den Eispalast von Xarkor zu stoppen, ist es, die Konverter zu zerstören oder zumindest sie abzuschalten. Hab ich. Jetzt verstehst du, was ich meine. Die Konverter sind ebenfalls schwer bewacht. Das sollten sie zumindest. Aber der Einfluss der Alps ist nicht mehr so stark wie noch vor ein paar Jahren. Viele von uns sind hier draußen in den Ländern der freien Menschen gefallen. Einige Konverter sind verwittert oder haben ihren Betrieb eingestellt wie der in Edan. Doch solange noch genug Elex den Eispalast erreicht, wird sich nichts ändern. Lass uns noch einmal über deine alte Stellung am Eispalast reden. Ich sagte dir doch bereits, dass ich das hinter mir gelassen habe. Unsinn. Du machst mir nichts vor. Deine Gedanken drehen sich um eine Machtübernahme im Eispalast. So?
Und was macht dich glauben, dass dem so ist? Der Separatistenanführer Sestak ist der Überzeugung, dass du einen Krieg gegen den Hybriden planst. Hm, und du glaubst ihm das? Seine Argumente waren schlüssig. Hm. Es ist offenkundig, dass du mächtiger bist, als du es vorgibst. Ich kenne dich. Du hast noch niemals einfach aufgegeben oder eine Schlacht verloren. Du redest von Eliks Entzug und schweren Zweifeln, die dich plagten, seitdem du hier draußen bist. Doch das passt weder zu deinem Erscheinungsbild, zu deiner Selbstsicherheit noch zu deinem Charakter. Also beenden wir dieses Theater und sprechen Klartext, Saddam. Du hast nie mit dem Konsum von reinen Eliks aufgehört. Du hast irgendwo eine Eliks-Quelle aufgetan und hast deine Kräfte nie verloren. Da spricht wieder der erfahrene Commander, der gnadenlose Stratege und Feldherr aus dir. Was tust du wirklich hier draußen? Gut, vielleicht habe ich ja tatsächlich Antworten für dich. Aber nur, wenn du die richtigen Fragen stellst, Commander. Willst du tatsächlich den Elex-Strom zum Eispalast versiegen lassen? Nur so lassen sich die Soldaten aus dem Eispalast treiben. Der Konverter in Nordabessa ist eine strategisch wichtige Einnahmequelle für die Soldaten. Wenn dieser zum Erliegen kommen würde, wäre das schon ein großer Schritt. Wie stark bist du wirklich? Wenn du annimmst, dass ich genug Elex besitze, um meine alte Stärke aufrechtzuerhalten, dann liegst du falsch. Ja, ich konsumiere reines Elex. Auch heute noch. Doch reicht es gerade, um nicht dem Entzug zu erliegen. Wirkliche magische Macht findest du hier draußen nur bei den Berserkern. Sind sie denn so stark wie die Alps? Unterschätze sie nicht. Einige von ihnen sind äußerst effektiv. Nur einer der mächtigsten von ihnen auf unserer Seite würde ein gutes Gegengewicht zu den Elexitoren und Commandern der Alps darstellen. Ich hörte von einer Magierin in Abessa City. Möglicherweise eine gute Gelegenheit. Hab ich doch schon. Wo ist deine Armee? Wie viele Soldaten folgen dir heute noch? Du warst immerhin jahrzehntelang ein sehr hohes Tier im Eispalast. Meine Soldaten sind in Xarkor geblieben und stehen heute im Dienste des ersten Elexitors Tarek. Doch ich habe eine Armee. Treue Kämpfer, die für mich in den Tod gehen, um meiner Sache zu dienen. Wo? Geduld. Du wirst sie noch früh genug zu sehen bekommen. Um eine Armee hier draußen aufzubauen, muss man sich der Ressourcen in den Ländern der freien Menschen bedienen. Hm, da fällt mir etwas ein. Es gibt da ein Lager von Flüchtlingen am Berghang zwischen Edan, Abessa und Tavar. Die Menschen dort sind unabhängig und kämpfen für ihre eigene Sache. Wenn sie jemand mit der Erfahrung eines Feldherrn führen würde, also jemand wie du, könnte aus ihnen eine schlagkräftige Unterstützung werden. Hab ich auch schon gefunden. Helfen dir die freien Menschen bei deinem Plan? Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Es brauen sich Mächte zusammen, die unserem Volk gefährlich werden könnten. Ich hörte von dem Bau einer Bombe, die so hohe Zerstörungskraft haben soll, dass sie ein ganzes Land vernichten kann. Der Duke von Tavar hat sich eigens dafür in seinem Fort ein Labor eingerichtet. Man müsste herausfinden, was dran ist an der Sache und das Problem lösen. Schon erledigt. Du kämpfst gegen unser eigenes Volk? Nein. Nur gegen die Verblendeten, die nicht verstehen wollen, wie ernst die Situation geworden ist. Es gibt keinen anderen Weg. Ein ganzer Trupp Kampfmaschinen und Soldaten ist gerade auf dem Vormarsch ins Inland im Norden von Abessa. Sie müssen aufgehalten werden, sonst werden sich die Machtverhältnisse in Abessa zu unseren Ungunsten deutlich verschlechtern. Hm. Was ist, wenn die anderen Elexitoren von deinem Vorhaben erfahren? Jeder abtrünnige Alp wird früher oder später von den Elexitoren aufgespürt. Die Frage ist, ob wir so lange durchhalten, bis wir stark genug sind, uns gegen sie zur Wehr zu setzen.
Du willst einen voll ausgebildeten Elexitor besiegen? Nein, nicht so, wie wir jetzt aufgestellt sind. Jetzt, wo du es erwähnst. Seit ein paar Tagen stromert ein noch sehr junger Elexitor vor den Toren von Abessa City herum. Ich glaube, er hat deine Fährte gerochen. Woher willst du das wissen? Nun, du bist ja nicht gerade unauffällig durch Abessa gezogen. Ich denke, es wäre besser, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, bevor er Alarm schlägt und seine mächtigeren Freunde herbeiruft. Vergiss nicht, wenn die Elexitoren von deinen Aktivitäten hier draußen wissen, werden sie dir nachstellen. Jetzt kennst du meine Pläne. Doch was ist mit dir? Welchen Kampf führst du? Ich will den Mann, der mich in dieser Lage brachte. Ich will Kallax. Für deinen Bruder bist du nichts anderes mehr als ein Abtrünniger. Er hat dich exekutieren lassen. Glaubst du, dass er an einem Gespräch mit dir interessiert ist? Ich werde erst ruhen, wenn er im Dreck vor mir liegt. Dazu müsstest du erst einmal nahe genug an ihn herankommen, ohne von seinen Soldaten und Kampfmaschinen getötet zu werden. Ich werde einen Weg finden. Du weißt, ich kann dir helfen, Jax. Unterstütze meine Sache und ich sorge dafür, dass du Kallax bekommst. Klingt fast so, als hätte ich keine Wahl. Du weißt, ich bin deine beste Option. Ich rate dir, sie zu ergreifen. Du willst also den Hybriden herausfordern? Das muss für dich klingen wie Größenwahn. Oh, wir kriegen eine Rückblende. Kurz vor der Exekution. Du hast mich rufen lassen. Es ist Zeit zu handeln. Der Feind hat große Fortschritte gemacht und steht kurz vor der Vollendung seiner Arbeit. Thorald hat sich von seinem Volk getrennt, um es nicht zu gefährden. Der Zeitpunkt ist günstig, ihn allein anzutreffen. Geh jetzt und erledige deinen Auftrag. Der Anführer der Berserker, der damalige Anführer der Berserker. Die Maschine hat dich immerhin jahrelang unter ihrer Kontrolle gehabt. War ihr letzter Auftrag für dich nicht sogar, Thorald zu stellen, den Pilger und höchsten Anführer der Berserker? Du willst einen Krieg gegen die Maschine führen, die alle unsere Werte festlegt, seit sie unsere Führung übernommen hat? Ja, aber weißt du auch, warum ich diesen Krieg führen will? Ich kann es nur vermuten. Die Hybridmaschine ist der Grund, dass die Elexitoren die Vormachtstellung im Eispalast erringen konnten. Der erste Elexitor Tarek erfüllt seitdem die Direktive streng nach den Befehlen des Hybriden. Du glaubst, dass wir Alps uns in die völlige Abhängigkeit der Maschine begeben haben, die uns in eine ungewisse Zukunft führt? Nein, sie ist eben nicht ungewiss. Sie endet mit dem Untergang unseres Volkes. Woher willst du das wissen? Die Direktive besagt, dass alles Elex dem Hybriden geliefert werden soll. Die Maschine soll die Vollendung der Evolution erreichen, um den Krieg um die Ressourcen dieser Welt ein für allemal zu beenden. Doch das hat seinen Preis. Alles Elex bedeutet auch alles Elex. Glaubt ihr denn alle noch, dass die Maschine irgendwann zufrieden sein wird? Wenn der Sättigungsgrad des Hybriden erreicht ist, wird sie zur Vollendung der Evolution und wir alle werden an seiner Seite die Welt regieren. So lautet das Endziel der Direktive. Nein, Jax. Der Hybrid wird auch vor uns Alps nicht Halt machen. Wenn wir die Länder der freien Menschen ausgebeutet haben, wird der Hybrid anfangen, sich auch noch das restliche Elex von uns zu holen. Der erste Elexitor Tarek ist zu verblendet von der Logik der Maschine und seiner Macht, um das zu erkennen. Wir werden alle sterben, wenn wir nicht endlich die Wahrheit erkennen. Du kriegst meine Unterstützung, bis ich habe, was ich will. Also dann geh und kümmere dich um die Dinge, die uns noch fehlen, um die Machtverhältnisse in Magalan zu unseren Gunsten zu verschieben. Und ich werde in Erfahrung bringen, wie wir Elexitor Kallax aus der Reserve locken.
Dazu werde ich meine Kämpfer in einige entlegene Winkel von Xakor schicken müssen. Dabei schauen wir auch gleich, wie es um den Eispalast und seine Verteidigungsanlagen steht. Wir sehen uns wieder hier, wenn du alles erledigt hast. Das Lager der Mitte ist unter meiner Kontrolle. Ich wusste, dass es genau der richtige Stützpunkt für dich ist. Die freien Menschen sind stark, wenn man weiß, wie man sie anführt. Diese Fähigkeit ist dir offensichtlich gegeben. In Ordnung, aber ich habe den Eindruck, dass du noch mehr zu sagen hast. Ich habe auch noch mehr erledigt. Ich habe eine mächtige Magierin bei den Berserkern gefunden. Ihr Name ist Kaya. Gut. Hast du sie denn schon für unsere Sache gewinnen können? Kaya ist an meiner Seite. Ich konnte die Magierin für unsere Sache gewinnen. Sehr gut. Magische Kampfkraft ist unentbehrlich für unsere Sache. Gut. War das alles? Nö. Der Duke von Tavar schickte eine Bombe ins Nachbarland Ignadon. Das Ding entpuppte sich aber als übergroße Kampfmaschine. Heißt das, die Gefahr ist jetzt gebannt? Es war ein hartes Stück Arbeit, aber ja. Hm, dann war es offenbar nötig, dass du dich der Sache angenommen hast. Nicht schlecht. Was kannst du mir noch berichten? Der Konverter in Nordabessa hat seinen Betrieb eingestellt. Hm, das ging jetzt schneller als erwartet. Ja. Ich rechne in einigen Tagen mit einer Reaktion aus dem Eispalast. Du bist auf einem guten Weg, doch es gibt noch einiges vorzubereiten, bevor wir die nächsten Schritte einleiten können. Ich werde hier sein und auf dich warten. Hey, hör mal. Ich habe gehört, dass eine Herde Mutanten an der Grenze von Xakor gesichtet wurde. Wo genau? Gerüchten zufolge sind im Grenzgebiet zu Xakor zwei gewaltige Zyklopen aufgetaucht. Hm. Offenbar will da jemand den Pass im Westen sichern. Mutanten sind unkontrollierbar. Wer weiß, was diese Biester vorhaben. Also, ich wäre bereit für ein kleines Gemetzel. Wie steht's mit dir? Okay, gehen wir auf Zyklopenjagd. Nichts lieber als das. Komm mit. Nee, mach ich nicht. Ich hab da nicht die nötigen Mittel für. Nö. Na. Die... Tja, scheint so, als würden die Gerüchte stimmen. Ja. Zwei fette Zyklopen, komm schon. Die stehen da wie auf dem Präsentierteller. Warte mal, wir sollten uns erst einmal... Ich will nicht warten. Holen wir uns diese Höllenmaschinen. Ha, den letzten beißen die Hunde. Das Scheißvieh sucht Ärger. Okay, der ist tot. Oh. Jetzt kommen sie beide. Ja, das bringt gar nichts. Was? Habt ihr das gesehen? Einmal und Ende. Oh mein Gott. Brauche ich gar nicht versuchen. Hey, hör mal. Ich hab gehört. Nee. Cool. Ja, das sieht gut aus. Mehr davon. Was hier denn? Ich muss erstmal pennen gehen, ey. Bleibt doch hier im Bett. Muss ich Schluss machen? Genau nach meinem Geschmack.
Okay, meine Lieben. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.